Wissen Sie, wer dieser weltberühmte Magdeburger ist? Es ist Mehmet Ali Pascha aus Magdeburg. Das ist ein Hugenotten-Sprössling, der 1827 in Magdeburg geboren wurde. Waisenjunge dann. Hatte keine Lust auf Kaufmannslehre, ist getürmt, war Schiffsjunge, ging in Istanbul, damals Konstantinopel, von Bord und machte eine steile Karriere als Adoptivsohn des damaligen osmanischen Außenministers. Ja, wurde dann selber zum Generalfeldmarschall ernannt, also Pascha, und war in dieser Eigenschaft 1878 auch nochmal in Magdeburg. Bei diesem Heimatbesuch entstand auch dieses Foto von ihm. Es ist unter anderem Teil einer Ausstellung im City Carré. Bei der Ausstellung gibt es zu sehen einige Kapitel aus dem Buch der Pascha von Magdeburg, natürlich umgestaltet in einem anderen Layout, aber als Appetithäppchen, dass man kurz und knackig Informationen mit nach Hause nimmt über Interkulturgeschichte in Mitteldeutschland oder zwischen dem Orient und Mitteldeutschland. Biografien, bunte Geschichten, zum Beispiel über die Geschichte des Kaffees und der Handelsbeziehungen zwischen Osmanen und Deutschland. Die Ausstellung Der Pascha von Magdeburg kann man vom 1. September bis 31. Oktober im City Carré besuchen. Weitere Informationen finden Sie auf www.kompakt.media.